Ich habe alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der königlichen Familie getroffen. Doch der König weigert sich, die Füße stillzuhalten. Wir müssen diese Assassinen finden. Ja, ihr habt recht. Dann durchsuche ich den Hafen. Gut. Redet mit Sasana Ad-Abbas. Sie ist Aufseherin an den Docks. Erzählt ihr, was ihr entdeckt habt, und sie wird euch nach besten Kräften helfen. Und jetzt sputet euch. Das Leben des Königs ist in Gefahr. Jawohl. Ich spreche sofort mit Sasana. Narr! Ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Wenn es nicht um Fracht geht, habe ich gerade keine Zeit. Ich bin äußerst beschäftigt. Ja, klar, das habe ich gesehen. Hauptmann Arsin schickt mich aber zu euch. Der König ist in Gefahr. Die Assassinen sind in meinem Hafen? Findet diese Schlangen und tötet sie, aber macht es leise. Ich möchte Panik vermeiden. Ich werde die Wachen alarmieren. Falls einige dieser Verräter euch entwischen, werden wir sie erledigen. Ihr kommt zu spät. Verek ist bereits auf dem Weg zum Kastell. Euer König ist bereit. Ihr müsst jetzt gehen, mein Gebieter. Auf keinen Fall. Der Drache flieht nicht aus seinem Hort. Sie haben es auf euch abgesehen. Moment, was war das? Tod dem König! Tod dem König! Schafft den König hier raus! Los! Auf die Seite! Zum König! Umgehen! Wen haben wir denn hier? Eine Echse mit einer Krone. Außenrum! Wir kämpfen für die Blutdornen. Niemand wird Angoff aufhalten. Flankieren! Jetzt! Auf die Seite! Außenrum! Geht! Wir kümmern uns darum. Den sind wir los. Das fällt mir zwar nicht leicht, Hauptmann, aber ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich eure Warnungen ignoriert habe. Das macht doch nichts, mein König. Ich entschuldige mich, falls ich bei der Ausübung meiner Pflichten unverschämt war. Ganz und gar nicht, Arsin. Bitte erhebt euch. In den Diensten von Dolchsturz soll unsere Freundin hier von der Wache und den Rittern nach Kräften unterstützt werden. Natürlich, wir werden alles tun, um Angoff zu finden und seine Beweggründe zu erfahren. Ganz Dolchsturz steht hinter unserer Heldin. Wie es scheint, war die Sorge des Hauptmanns um mich berechtigt. Ihr habt mich an diesem Tag vor der Klinge dieses Assassinen sowie vor meiner eigenen Dummheit gerettet. Ah, aber nicht auch, König Casimir. Ich habe doch nur getan, was ich konnte. In der Tat. Die Leiche hier am Boden ist der Beweis. Wer war dieser Mann, der kam, um mich zu töten? Was hat er gesagt? Ja, also der Meuchelmörder hieß Verek. Aber er arbeitete für jemand namens Angoff. Kennt ihr ihn? Angoff? Diesen Namen habe ich meine Spione schon flüstern hören. Der königliche Oberspion meldet, dass dieser Angoff die Unruhe im ganzen Königreich auf die Spitze treibt.
Doch mehr wissen wir nicht. Und sie wollten Chaos stiften, indem sie euch ermorden. Chaos stiften ist der Weg, nicht das Ziel. Es ist nur das Mittel, nicht der Zweck. Hier wird nicht nur Chaos um seiner selbst willen angezettelt. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Da stimme ich euch zu, natürlich. Gibt es etwas, das ich noch tun könnte? Oh ja, meine Freundin. Ich erteile euch hiermit die besondere Erlaubnis, in meinem Namen Nachforschungen über diesen Schurken Angoff anzustellen. Doch ihr müsst dies geheim halten, da wir uns nicht verraten wollen. Ich werde jedoch nie vergessen, was ihr heute für mich tut.